Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu dieser kleinen Repaint-Vorstellung. Und zwar habe ich euch mitgebracht drei wundervolle Lackierungen für den Allegra-Triebwagen für die Strecke Berliner Bahn von Rivet Games. Und wir fangen mal an mit diesem blauen hier, der gefällt mir nämlich besonders gut. Die Lackierungen sind von drei verschiedenen Erstellern gemacht. Die blaue hier ist von Sparmi, bei den anderen beiden weiß ich nicht mehr ganz genau, wie sie heißen, aber ich bemühe mich, dass ich alle drei Links in die Videobeschreibung reinpacke. Gucken wir uns zunächst den blauen hier an, dieser Sonderlackierung. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den in Realität gab, aber es gibt den so oder so ähnlich, zumindest als Modellbahnfahrzeug. Also im Blau habe ich die auf jeden Fall schon mal gesehen. Es kann auch sein, dass es tatsächlich auf die Realität basierend ist. Jedenfalls ein wundervolles Repaint, das Ganze erstellt mit dem Creators Club. Das heißt also, all die, die tatsächlich mit auf der Konsole spielen, können auch die Repaints nutzen. Wir haben hier das Symbol, das Logo der Rätischen Bahn. Hier haben wir dieses unfassbar schön gemachte Viadukt mit dem Triebzug da oben drauf. Sieht ein bisschen aus wie hier die 642, ne? So ein bisschen in die Richtung. Vegetation, Bäume, Blumen. Ah, herrlich. So ein paar Details noch hier auf den anderen Wagen. Vom Design her dann sehr ähnlich. Hier haben wir dann noch so eine kleine Burg. Gab es sie auch? Ja, die gab es dort auch. Hier eine kleine Burg. Sehr, sehr, sehr schön. Und hier am dritten Wagen, am Endwagen nochmal das Gleiche. Ja, also wirklich faszinierend schön. Toll gemacht, ganz, ganz tolles Repaint. Einfach nur stark. Wirklich einfach nur stark. Dann haben wir hier dieses Repaint in diesem Grau-Weiß. Steht's ABB, Rätische Bahn. Let's ride the future of mobility by taking smart rail technologies to new heights. To new heights in diesem Fall wortwörtlich zu nehmen. Also wirklich schön gemacht. New heights. Bin ich nochmal kurz damit stehen geblieben. Ne, egal. Auch wenn hier steht Rätische Bahn. Hier hat das eher noch einen Punkt, zwei Punkte drauf. Also, ne, hier fehlt dann. Hier steht Rätische Bahn. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar extra. Vielleicht ist das ein kleiner Joke, der mit eingebaut ist. Hier also wirklich auch schön dieses kleine Bergpanorama, das hier hingebaut wurde, hingemalt wurde. Fahrräder dürfen mitgenommen werden. Und auch hier nochmal, let's ride the future of mobility by taking smart rail technologies to new heights. Und hier steht es wieder richtig, Rätische Bahn. Also wirklich, wirklich auch schön gemacht. Auf der anderen Seite sieht es natürlich gleich aus. Müssen wir uns da nicht unbedingt angucken. Hier noch der gelbe Streifen als Zeichen für die erste Klasse. Und dann haben wir hier dieses Schweizer-Italienische Repaint. Hier mit dieser Seite des Zuges, mit dem Schweizer Kreuz da drauf, mit der Schweizer Flagge, unverkennbar. Dann haben wir hier diesen Übergang von Rot nach Weiß. Hier haben wir hier wieder Bergkulissen, hohe Verbindungen, ja, ganz offensichtlich da ganz oben. Einzelne Viadukte, was steht hier? Connessione di Alto Livello. Und hier haben wir dann die Italien-Flagge, die auf dieser Seite des Zuges zu sehen ist. Auf der anderen Seite sieht es natürlich genau gleich aus. Hier Italien. Dann hier wirklich dieses ganz, ganz schöne Bergpanorama, das auch wirklich toll gemacht ist. Hier wieder mit einem Viadukt. Hohe Verbindung. Ja. Das ist wohl vielleicht Ospizio Bernina, vielleicht da oben. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber es geht auf jeden Fall hier schon um die Berliner Bahn bei diesem Repaint. Weil genau das wird gefeiert. Das ist nämlich, glaube ich, die höchste Verbindung ist, also Connessione di Alto Livello, die höchste Verbindung ist, die mit der Italien, die nach Italien geht. Hier haben wir, glaube ich, noch so eine Art kleinen Gletscher. Ich dachte erstmal, das ist ein Fehler, aber das ist, glaube ich, einfach so ein Gletscher. Hier auch wieder ein Zug. Ist das der gleiche? Ja, das ist der gleiche. Ist das ein Dick Deckel? Okay, das wird vermutlich nicht selbst erstellt, sondern das gibt es wohl als Sticker und man hat das dann genommen, statt sich da jetzt ein Allegra oder sonst was dahin zu malen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ist ja auch sehr, sehr schwierig im Repaint-Erstellungsprogramm. Vergessen, wie es heißt. Ja, und damit verlasse ich euch auch wieder.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei den Erstellern dieser Repaints für die Repaints. Die sind wirklich toll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.